Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Monster Super League Monster Tutorial. Yes. Da haben wir es doch. So. Wie immer ihr wisst, was wir angeklickt haben oder was ihr angeklickt haben. Wir haben heute Tiger im Programm. Heute verhaspel ich mich immer ein bisschen. Dafür Entschuldigung, aber wir machen ganz normal weiter. Tiger ist im Gegensatz zu Loki, wie im letzten Video, kein Superaufstiegsmonster. Die kommen jetzt alle so zwischendrin, mittendrin und mal nicht. Auf jeden Fall haben wir hier zum Aussehen des Monsters, ja, es ist ein 2 Deutschträger am Anfang. Dann hat er etwas größere Deutsche. Okay, er bleibt bei seinem Deutsch. Ich habe gehofft, dass er noch zum Schwert übergeht. Aber da er mitwächst und seine Deutsche mitwachsen, bleibt es ein schurkischer Tiger, würde ich sagen. Also vom Artskin her eigentlich recht nett. Und auch wieder schlicht und einfach gehalten, aber nicht zu schlicht und einfach. Ja, was haben wir? Wir haben hier in der ersten Variante eine PvP-Variante. Wir haben wieder eine geringe Verteidigung, werden eine 60%ige Chance, die Verteidigung des Gegners für 3 Züge zu reduzieren und das gewährte Betäuben gewährt eine 60%ige Chance, den Gegner Betäubungsschaden für 2 Züge zuzufügen. Auch dieser Skill geht auf alle. In dem Fall haben wir nochmal eine Aktivierungsrate von 10% für das Death Down und nochmal 20% Aktivierungsrate auf das Betäuben. Das heißt, wir haben 70 plus 3 und 80 plus 2. Wir haben noch den Kampfgeist dazu, erhöht die Angriffskraft der Verbündeten um 30-35%. Tiger ist hier in dem Fall ausgewogen, dadurch, dass er auch wieder als, eher als Debuff zählt, würde ich ihn auch eher wieder in Richtung Tanky bauen, mit HP, Verteidigung und Widerständen. Aber Tiger, wie immer, ihr wisst aus den anderen Videos, ich würde sowas eher mitnehmen mit einem Death Down, wenn ich jemanden dabei habe, der Versteinern hat, wie zum Beispiel eine Persephone. Deswegen, ja, ansonsten, wie gesagt, HP, Verteidigung und genügend Widerstand, dass er nicht weggestunt wird und die beiden Debuffs draufschmeißen kann. Scroll, 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 scroll. Die Wasservariante. Auch eine PvP-Variante. Schichelei gewährt eine 70%ige Chance, den Angriff des Gegners zu schwächen und für einen Zug abzulenken. Mein Gott, wenn da eine Züge steht, ist das schon kacke. Gewährt eine 70%ige Chance, die Verteidigung des Gegners für 2 Züge zu reduzieren. Ja, hier haben wir ganz klassisch eine Stichelei. Das heißt aber in dem Fall auch, dass der Gegner unser Monster angreift, aber ich glaube auch nicht hingehen kann und seine SP-Fähigkeit einsetzen kann. In dem Fall haben wir hier einen Verteidiger. Wir haben eine zweifache Aktivierungsrate von 10% jeweils, also insgesamt 20% auf beiden Fähigkeiten. Das heißt, wir kommen bei beiden Fähigkeiten auf 90% vor Abzug der Widerstandswertung des Gegners. Und da es hier auch wieder um eine Verstärkung bzw. einen Unterstützer sich handelt, würde ich den, und klar, es ist oben als Verteidiger gefleckt, würde ich ihn auf jeden Fall auf Verteidigung und HP basteln, mit HP und Verteidigung in den Subs, kritische Resistenz noch zusätzlich in der Sternenaufwertung und natürlich viel Widerstand. Dann haben wir natürlich noch die Holzvariante, auch hier eine reine PvP-Variante. Wir haben das Raubtier zugefügt, erhöht den zugefügten Verletzungen um 30% und Lähmen gewährt eine 60%ige Chance, den Gegner für einen Zug zu lähmen. In der Aufwertung haben wir leider nur eine passive Aktivierungsrate von 10% plus 1. Das heißt dann, dass wir hier nochmal 70 plus 2 dann haben. Ist als Angreifer auch gefleckt. Allein durch seinen ersten Skill würde ich dann eher hingehen und den mit Crit-Rate, ATK und HP ausstatten, mit nochmal Verteidigung und HP in den Subs, genauso wie Crit-Rate und Crit-Damage.
das Ganze hier in Kombination mit Angriffskraft, Verteidigung, HP, kritische Resistenz braucht er in dem Fall natürlich nicht. Und auf jeden Fall auch ein bisschen Widerstand noch mit reinpacken, Crit Damage, Crit Rate und gib ihm ab ins Angriffsteam damit. Aber da gibt es leider auch bessere. Die Lichtvariante, die wir jetzt uns wieder suchen müssen. Weiter unten. Da. Die Lichtvariante. Schlaf. Kritische Treffer haben eine 100%ige Chance, den Gegner für 2 Züge einzuschläfern. Schlafende Gegner wachen durch kritische Treffer auf und erhöht die kritischen die Verletzung durch kritische Treffer um 50%. Ja, der Schlafbuff ist jetzt ja für einen Angreifer so lala. Ne? Aber ja. Wir haben hier nur zugefügten Schaden nochmal rauf. Würde ich in dem Fall sogar sagen. Ja, wäre glaube ich nicht wirklich was, weil sobald ihr den drauf habt und die SP-Fähigkeit bereit ist, haut ihr die aus dem Schlaf wieder raus. Also ist das nur für einen Zug wirksam. Also wenn ihr ihn euch bauen wollt, auf jeden Fall Crit-Rate ATK, HP, wenn nicht sogar Doppel-ATK mit HP in den Subs, Verteidigung in den Subs, ein bisschen Widerstand, Crit-Damage in der Sternenaufwertung und in den Subs. Und dann, ja, gib ihm ab in der Angriffsfähigkeit mit. Für die Verteidigungslinie nicht zu gebrauchen. Dann haben wir noch die Dark-Variante. Wenn wir sie finden. Die dürfte weiter hier unten sein. Ja, hier. Die Dark-Variante. Kampffieber. Angriffe stellen 20% der eigenen HP und SP wieder her und gewährt eine 80%ige Chance, die Angriffskraft des Gegners für 2 Züge zu reduzieren. In der Fertigkeitaufwertung haben wir nochmal eine passive Fähigkeitenwirkung von 5% und nochmal Aktivierungsrate von 20%. Auf den aktiven. Das heißt, Angriffe stellen 25% der HP und SP wieder her und eine 100%ige Chance für 2 Züge den Gegner die Angriffskraft zu vermiesen und runterzuhauen. Ja. Hier ist er Tank gefleckt. Ich würde ihn auch Tanky bauen mit HP und Verteidigungswertung auch wieder viel Widerstand. Das Ganze auch in der Sternenaufwertung mit möglicher kritischer Resistenz. In der Sternenaufwertung und dann könnt ihr ihn als Unterstützer in euer Angriffsteam nehmen oder in euer Verteidigungsteam auf jeden Fall. Ja, und wie immer, ich hoffe, ich konnte euch Tiger ein bisschen näher bringen, dass ihr da Lust bekommt, ihn mal aufzubauen. Licht und Dark kriegt ihr leider nur durch die Licht und Dark Eier, so viel ich weiß, weil in der Beschwörung kriegt man den, glaube ich, nicht in den Fusionen. Nee, da kriegt man alles andere nur nicht, den Tiger. Ja, deswegen müsst ihr euch den leider über Umwege über die Licht- und Dark-Eier besorgen oder über die Licht- und Dark-Auswahlkarte, die es hin und wieder mal gibt oder die ihr euch im Shop auch kaufen könnt, was jetzt nicht heißt, rennt dahin und kauft euch die Dinger im Shop. Dafür ist er halt zu schwach, um zu sagen, kauft euch den. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch das Monster ein bisschen näher bringen. Und dann würde ich sagen, wir sehen, hören und schreiben uns. Bis zum nächsten Mal.